Okay, die Luft ist rein. Los geht's. Was genau tust du da? Ich dachte, ich warte im Wagen. Komm, wir haben doch alles besprochen. Du weißt, wir brauchen das Geld, denn deine Drogensucht ist nicht gerade preiswert. Alter, du hast uns doch vorhin gesagt, er schaltet den Alarm nie an. Ashley! Ashley! Komm da raus, schnell! Ash! Wir müssen weg. Travis? Travis! Stehen bleiben! Hier ist die Polizei! Lassen Sie alles fallen, was Sie in den Händen halten! Während der Therapie werden Sie merken, dass es viele Versuchungen gibt, die Ihrem Drogenentzug im Wege stehen werden. Versuchungen, die Ihre Drogenunabhängigkeit als unerreichbar und unmöglich erscheinen lassen. Nun, wie können wir also das Unerreichbare erreichen? Oder mit anderen Worten, die Erfolgschancen hierfür maximieren? Hat jemand eine Idee? Thank you.
Wie Sie wissen, hat Ashley nun erfolgreich das angebotene Drogenrehabilitationsprogramm abgeschlossen. Die weiteren Maßnahmen sollen den Erfolg in der ambulanten Therapie gewährleisten. In unserer letzten Unterhaltung, Lisa, sagten Sie, in Ihrer derzeitigen Situation fühlen Welche Sie... Welche derzeitige Situation? Ashley? Ich habe getan, was du wolltest. Und dennoch willst du mich nicht. Hör zu, du bist auf Bewährung. Und ich habe keine Lust, ständig aufzupassen, dass du keinen Ärger machst. Und was soll ich jetzt machen? Ich habe mit deiner Tante gesprochen. Und du wirst erstmal für eine Weile bei ihr bleiben. Du kannst dort reiten, so wie früher. Travis, was machst du denn hier? Na, dich abholen. Bist du bescheuert? Nach dem, was du mir angetan hast? Ich hab meinen Arsch hingehalten. Verschwinde, bevor meine Tante ankommt. Es tut mir leid, ja. Ich wusste nicht weiter. Als ich die Bullen sah, wollte ich dich warnen. Ich schwöre. Ich war nur wegen dir in diesem Scheißladen hier. Es war doch deine Idee. Aber ich hab mir dieses Scheißgelaber hier 6 Monate reingezogen. Und jetzt bin ich noch weitere 6 Monate auf Bewährung. Geh einfach weg von mir! Ich bringe dich in dein Zimmer. Möchtest du mir helfen? Ich kann gar nicht kochen oder so. Na komm, ich hab doch schon fast alles fertig. Du machst den Salat. Na komm. Na gut, aber ich mach nur den Salat. Okay.
Ich möchte ein Tischgebet sprechen. Herr, ich danke dir für diese Mahlzeit hier für uns. Und die Zeit, die ich mit Ashley verbringen darf. Amen. Hey, nicht so viel! Also, du denkst wohl, dass aus mir eine Versagerin geworden ist. Also war's das für dich schon, ja? Ich erinnere mich an Zeiten, wo du nicht so schnell aufgegeben hättest. Hallo. Hi. Wie geht's euch? Gut. Ja, gut. Kommt rein. Setzt euch schon mal hin. Ja. Bin gleich zurück. Ich hätte dir sagen sollen, dass die Bibelstunde heute hier stattfindet. Lass dir einfach Zeit, du kannst in Ruhe aufessen. Wenn du möchtest, kannst du nachher dazukommen. Naja, vielleicht ein anderes Mal. Und? Wie läuft es so mit deiner Nichte? Ich versuche, ihr dort zu begegnen, wo sie sich gerade befindet. Ich folge Jesu Christis Beispiel. Ich wollte nur sagen, dass ich hier bin. Ist das alles okay? Sie kann jetzt nicht reden. Deine Schwester hat hier gerade einen Bibelkreis oder sowas. Du weißt ja, wie sie ist. Wir telefonieren später wieder, ja? Ich werde versammelt. Ich bin müde. Begrab mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hittitas. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich gebe heute Vormittag Reitstunden. Also wenn du später vorbeikommen möchtest, es ist die Straße runter. Weißt du den Weg noch? Ja, weiß ich noch. Bedien dich einfach in der Küche. Ich habe gerade ganz frisches Obst gekauft. Wir sehen uns dann später, okay? Bis dann. Chip, erkennst du mich noch?
Wie viele Pferde hast du hier eigentlich? 10 oder so. Ich vermiete die meisten Ställe. Hat sich eine Menge verändert, seit du das letzte Mal hier warst. Bevor ihr weggezogen seid. Bevor alles bergab ging. Ich wünschte, wir wären nie weggezogen. Als wir noch hier wohnten, war das immerhin ein Zufluchtsort. Hattest du das Gefühl, über Dinge sprechen zu können in der Therapie? Ich denke schon. Ja. Wieso sind du und Mom so unterschiedlich? Deine Mutter und ich gingen verschiedene Wege. Hey, ihr zwei. Hi. Oh, hi, Ashley. Wie schön, dich wiederzusehen. Hi. Bist du jetzt wieder richtig hier eingezogen? Ja, für eine Weile. Seit Diane uns erzählt hat, dass du herkommst, hat Emily gehofft, dass wir uns über den Weg laufen würden. Weißt du, als du damals die World Show gewonnen hast, hat es Emily dazu inspiriert, auch dieses Ziel zu verfolgen. Ja, Emily ist dein größter Fan. Okay, Emily, bist du dann soweit? Ja. Magst du vielleicht mitkommen und dir mein Pferd ansehen? Klar. Denke schon. Ich muss Jason kurz vom Baseball abholen. Kein Problem. Dann bin ich gleich zurück. Okay. Thank you.
Darf ich das hier benutzen? Klar, ich denke schon. Das steht hier schon seit einer ganzen Weile. Ich denke, dass ich irgendwo noch eine Luftpumpe dafür habe. Sind wir damit nicht zu den Pferdeshows gefahren? Ja. Da ist sie ja. Hier. Danke. Ich muss noch in die Stadt fahren. Kommst du hier alleine klar? Ja. Wie konntest du mich hier finden? Ich habe Mittel und Wege. Das ist nicht lustig. Ich sollte nicht mal in deiner Nähe sein. Ich kann aber nicht ohne dich sein. Du bist meine Kleine. Ich bin nicht mehr deine Kleine. Und ich möchte es auch nicht mehr sein. Du fehlst mir, Ash. Du solltest gehen. Ich liebe dich. Und wieso setzt du unbedingt alles aufs Spiel? Du hast recht. Ja, richtig. Daran habe ich nicht gedacht.
Wo warst du? Unterwegs. Und wo? Ich habe mir Sorgen gemacht. Musst du nicht. Hör zu, ich... Ich hatte geplant, vor dir wieder hier zu sein. Aber ich habe einen Hengst gefunden, ja? Er verhungert. Ich denke, wir sollten etwas unternehmen. Den Tierschutz anrufen oder irgendjemand anderen. Und wir sollten ihm was zu essen bringen. Wo ist er? Hayden Street. Das ist ja Meilen entfernt. Ash. Es ist doch gut, dass ich ihn gefunden habe. Wir sollten ihm irgendwie helfen. Im Moment macht mir etwas anderes Gedanken. Du hättest Bescheid sagen können. Kurz anrufen. Mom hat mir mein Handy weggenommen. Hast du das schon vergessen? Das wusste ich nicht. Du sollst dich hier nicht eingesperrt fühlen. Aber verständlicherweise wüsste ich gerne, wo du bist. Okay? Klar. Ja? So anzufangen gefällt mir nicht. Nein, mir auch nicht. Ich fahre jetzt wieder in den Stall. Aber ich schaue nach dem Hengst. Und wir sehen, was wir machen können. Okay? Okay. Also, ist zwischen uns alles gut? Ja. Hey, Travis. Ich bin's. Ist das der Hengst? Kennst du seinen Namen? Nein, leider nicht. Du siehst wirklich gut aus. Sind wir jetzt wieder zusammen? Mal sehen. Ich muss zurück, bevor meine Tante was merkt. Kannst du mich nach Hause fahren? Kein Problem.
Danke nochmal für die Mithilfe beim Transport. Leider habe ich diese Woche zu wenig Personal, die beim Abführen helfen. Klar, mache ich doch gerne. Schon komisch, dass ihr mich wegen diesem Hengst verständigt habt. Die Familie rief mich erst gestern an und bat um einen Platz für ihn. Na komm, Winston! Ist das sein Name? So steht's in den Papieren. Wieso konnten sie ihn nicht behalten? Sein Besitzer musste in ein Altersheim ziehen und die Familie kann sich kein Pferd leisten. Ihr könnt mich in die Rettungsstation begleiten. Ja, gerne. Wieso denn? Ich dachte, dass wir ihn nehmen. Nein, er geht in eine Rettungsstation. Die werden ihn dort aufnehmen. Wieso können wir ihn nicht behalten? Ich kann nicht noch mehr Pferde bei mir aufnehmen. So viel Platz habe ich nicht. Oder wir stellen ihn zu Chip. Ich würde ihn pflegen. Ehrlich gesagt haben wir auch nicht mehr viel Kapazitäten. Diane, du bist doch Mitglied im Pferdeschutzprogramm. Wenn du dich einverstanden erklärst, würde ich ihn gerne euch überlassen. Also, dann wird er wohl jetzt bei uns wohnen. Gehst du eigentlich noch in die Kirche? Ja. Und wie geht's jetzt weiter? Erstmal lassen wir ihn vom Tierarzt durchchecken. Und wir überwachen seine Ernährung, damit sich sein Körper erholen kann. Dann solltet ihr zwei euch aneinander gewöhnen, damit er in den Stall zu den anderen gehen kann. Du wirst mir doch helfen, nicht wahr? Wenn du mich brauchst, bin ich da. Jetzt geht es erstmal um die Grundlagen.
Hey. Hallo. Ich habe gleich einen Friseurtermin. Wenn du willst, kannst du dir auch gleich die Haare schneiden lassen. Was soll das denn heißen? Hast du in letzter Zeit in den Spiegel gesehen? Ich zahle auch. Ist es so schlimm? Also, so in einer Stunde? Na gut. Gefällt's dir? Ja. Das hat sie gut gemacht. Möchtest du was essen? Oh ja. Ich halte gleich an und hole uns Sandwiches to go. Hast du so einen Riesenhunger? Hier, das ist deins. Ich bin gleich zurück. Also dein Ziel ist, er soll laufen, wenn du läufst und stehen bleiben, wenn du stehen bleibst, ohne dass du am Halfter ziehen musst. Wenn du das geschafft hast, weißt du, dass du sein Vertrauen hast. Dieser Grundstein muss als allererstes gelegt werden. Dann können wir anfangen, darauf aufzubauen. Gehst du in die Kirche? Mhm. Du weißt, dass du auch hingehen kannst. Weiß ich. Also, ich bin dann in ein paar Stunden zurück. Alles klar. Siehst toll aus. Wie, in den alten Sachen? Mir gefällt dieses Inoffizielle.
Diane? Oh, hi. Ich habe für dich und Ashley gebetet. Wie geht es ihr? Ich möchte dich bitten, auch weiterhin für sie zu beten. Denn im Moment führt sie den Kampf alleine. Ohne Gottes Hilfe. Bitte beobachtet genau, wie wir diese Woche in die Welt gehen. Und uns erfreuen, die Liebe Christi zu teilen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Und wie läuft es so bei deiner Tante? Sehr gut, denke ich. Ich meine, es ist besser, als bei meiner Mutter zu Hause zu sein. Reitest du denn wieder? Noch nicht, aber das werde ich. Ich habe sogar einen eigenen Hengst, für eine Weile jedenfalls. Wie meinst du das? Also, wir holten ihn zu uns, nachdem wir ihn gerettet haben. Was ist passiert? Seine Familie hat ihn vernachlässigt. Sie wollten ihn nicht behalten. Oder konnten nicht. Das ist schlimm. Ja. Und gab es irgendwelche schwierigen Situationen, über die wir reden müssen? Ich glaube nicht. Gut. Hattest du telefonischen Kontakt zu jemandem aus deiner Vergangenheit oder irgendwelchen anderen Kontakt? Nein. Gar keinen. Thank you.
Greif diesen hier mit der einen Hand und den mit der anderen. So kannst du ihn führen. Es darf nicht zu locker runterhängen. Gut gemacht, Ash. Ich weiß nicht. Es war ziemlich chaotisch. Das kommt noch. Das hast du ja auch noch nie gemacht. Du kannst nicht erwarten, dass du es gleich kannst. Du lernst es. Naja, die Führung sah so einfach aus. Ist das dein Pferd? Also, zurzeit denke ich schon. Darf ich ihn streicheln? Natürlich. Wie heißt es? Winston. Super. Komm her, sehr gut. Du musst die Zügel gut halten. Und die Hacken runter, den Rücken durchdrücken und eine Linie bilden. Hey, Ash. Ich habe heute noch einen Termin beim Chiropraktiker. Kannst du heute die Pferde füttern? Ja, na klar. Großartig, danke. Kannst du ihn losbinden und seine Decke über ihn legen, wenn er trocken ist? Ja, mache ich. Es geht ihm gut, aber ich möchte nicht, dass er etwas frisst, bevor er abgekühlt ist. Na klar. Und deine Mutter wird gleich hier sein. Darf ich Ashley beim Füttern helfen? Natürlich, aber sei fertig, wenn sie hier ist, um dich abzuholen. Okay. Wer ist da dran? Niemand. Was tust du denn? Nichts. Du solltest mir Rückendeckung geben. Lass uns gehen. Ist das Ashley? Ja. Und, wie läuft's? Mach dir keine Sorgen. Ich krieg sie schon klein. Sie wird bald wieder bei uns dabei sein.
Gefällt es dir hier? Eigentlich schon. Du siehst so traurig aus. Weil ich viel nachdenken muss. Wenn ich traurig bin, rede ich mit Gott. Meistens fühle ich mich dann besser. Wo ist Diane? Sie hat einen Arzttermin. Oh, das hat sie mir nicht gesagt. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich früher gekommen. Es ist alles in Ordnung. Und ich dürfte helfen. Ja, aber wir sollten besser gehen. Tschüss. Bis dann. Hast du ein bisschen Kohle? Nee. Wozu? Ey, jo, was mit mehr Kick? Nein, danke. Hey, was ist los? Ich dachte, wir würden eine gute Zeit haben. Haben wir. Wieso versuchst du dann, alles zu zerstören? Zerstören? Ich versuch's besser zu machen. Das ist so egoistisch. Ich bin egoistisch? Du liebst diesen Hengst doch mehr als mich. Deine Tante lässt dir gar keinen Freiraum. Nein. Nein, wir müssen jetzt los. Wieso? Ich hab das Pferd stehen lassen. Er muss am Verhungern sein. Alles klar. Bleib hier stehen. Schnell, gib mir ein Kaugummi oder sowas. Das wird so einen Ärger geben. Na, sieh mal an. Entschuldigung. Du hast Emilys Pferd stundenlang stehen lassen, ohne Futter und Wasser. Ich sagte Entschuldigung. Kannst du überhaupt noch gerade auslaufen? Ich hätte es wissen müssen. Ich hatte geglaubt, ich könnte dir damit helfen. Und dass du die Hilfe auch willst. Und das bekomme ich dafür? Weißt du was? Du hast recht. Du hättest es besser wissen müssen, als jemandem wie mir zu helfen. Es geht um dich und deine Sucht, um nichts sonst. Wo warst du diesmal? Schön.
Du willst wissen, wo ich war? Ich war bei meinem Freund, okay? Und wir hatten etwas Spaß. Schlimme Sache. Du hattest gerade eine Therapie. Du solltest keine... Ich krieg das schon hin. Anscheinend nicht. Da lasse ich dich mal für ein paar Stunden alleine. Und das kommt dabei raus. Du kriegst es nicht hin. Noch nicht. Bitte. Zerstöre dir nicht alles, was du bisher schon geschafft hast. Leb du mal mein Leben. Oh, ich vergaß. Du bist perfekt. Ach, behalt doch den dummen Hengst. Ich möchte mit ihm nicht mehr trainieren. Wie war's? Ich will nicht reden. Fahr los. Du warst gut zu ihr, weißt du? Ein guter Mentor. Ich hoffe nur, dass ich nicht alles vermasselt habe. Warum sind wir hier? Travis, warte! Was soll das werden? Ich brauche Geld. Das ist eine Kirche, tu das nicht! Ja, voller Geld und Soundequipment. Das ist die Kirche meiner Tante. Na, besser kann's nicht sein. Halt! Ich werde dir nicht dabei helfen. Was? Hast du jetzt etwa ein Gewissen? Hast du nicht langsam genug von diesem Leben? Genug von all diesen Dingen? Willst du ewig als drogenabhängiger Dieb weiterleben? Ich dachte, du hättest dich geändert. Wenn du mir nicht helfen willst, warte im Auto, bis ich wieder da bin. Understand when you've been broken. How-
Ashley. Wie spät ist es? Es ist morgen. Was tust du denn hier? Ich habe über Gott gelesen. In deiner Bibel. Und was? Über die Dinge, die Jesus sagte. Dass er starb für unsere Sünden und so. Und als ich das las, musste ich weinen. Denn ich fühlte was dabei. Wenn er sagt, er ist für unsere Sünden gestorben, dann meint er auch mich, richtig? Er meint auch dich. Ich habe wirklich Mist gebaut. Das tun wir alle, Ash. Wir alle haben doch schon mal Sünden begangen. Niemand ist davon ausgenommen. Aber ich weiß, als Jesus am Kreuz starb, tat er dies wegen seiner vollkommenen und bedingungslosen Liebe zu mir. Um das zu ehren, versuche ich, die Worte Gottes zu befolgen. Weißt du, ich muss das nicht tun, nur weil das sein Wille ist, sondern weil ich ihn genauso liebe. Und was soll ich jetzt tun? Jesus, du bist der einzige Sohn Gottes. Du starbst auch für meine Sünden und bist wieder auferstanden. Bitte vergib mir meine Sünden. Ich nenne dich jetzt zu meinem Retter. Ich gebe dir mein Leben. Danke, dass du mich errettet hast. In deinem Namen. Amen. Amen.
Was ist das? Ich muss noch einen Bericht als Teil des Programmes schreiben. Doch ich schreibe nicht so gern. Also... Wann hast du damit angefangen? Als Winston zu uns kam. Ich weiß, sie sind nicht sehr gut. Ich fing an und machte einfach weiter. Keine Ahnung, wieso. Erst jetzt ist mir klar geworden, was ich da zeichnete. Dass ich es bin. Du sagst, dass alles aus einem Grund geschieht. Dass Gott Dinge in unser Leben bringt, um uns zu belehren und zu erreichen. Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre allein. Aber Gott brachte mir dich und Winston. Ash, wir müssen jetzt gehen. Ist das okay? Du siehst toll aus. Es ist alles gut. Hi. Du siehst toll aus, Kleine. Danke. Das tust du tatsächlich. Also, es hat sich einiges geändert. Also, Ashley, gibt es irgendwas, das du deinen Eltern mitteilen möchtest? Als ich hier weggezogen bin, war ich drogenfrei. Das Programm hat mir geholfen. Aber nach einer Weile habe ich mich selbst gesehen. Meine Schwächen, Unsicherheiten, Ängste, all die Dinge, vor denen ich mich mit den Drogen versteckt habe. Hättet ihr mich nicht zu Diane geschickt, hätte ich mich niemals selbst gefunden. Und Gott. Thank you.
hundred shards of clay. Oh, how do you find your way through the ruins of your life? How do you survive? Yeah.